ihr da draußen und damit heiße ich euch mal wieder und wie immer herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Im letzten Video ging es ja um ein Wohnhaus hier in der Antonienstraße in Plagwitz. Wer hier aus Leipzig kommt, der wird natürlich, wenn man sich da so ein, zwei Jahre mal zurückerinnert, wissen, in Plagwitz sah es recht schlimm aus. Es gab viele Straßen, wo einfach etliche Häuser leer standen. Mittlerweile ist ja auch das eine oder andere dem Abriss zum Opfer gefallen. Und ich kann euch an der Stelle sagen, wir haben ja viele Häuser hier anschauen können und es wird da auch in der Zukunft das eine oder andere Video zu dieser Geschichte geben. Natürlich sind die Videos nicht atemberaubend, spektakulär, aber ich werde die natürlich für euch bestmöglich aufarbeiten, so gut wie es geht und dann natürlich euch ein bisschen was darüber erzählen. Nun, in diesem Video geht es hier um eine Location, die wir nicht in Leipzig eher zufällig gefunden haben. Wir waren ja unterwegs ein paar Tage in Magdeburg und ich würde sagen, wir schnacken da nicht groß um den heißen Brei herum und wir hören uns gleich. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und in diesem Video zeigen wir euch einen kleinen verlassenen Betrieb. Leider konnte ich auch hier nichts rausfinden. Ich habe so gut wie gar nichts gefunden. Ich nehme mittlerweile an, dass es sich hierbei schlichtweg um einen verlassenen Betrieb einfach im Hinterhof handelte, denn die beiden vorderen Wohnhäuser waren ja abgerissen, schon als wir dort waren. Und auch das Haus, was daneben stand, war ja auch leer, auch das haben wir uns angeschaut. Darüber wird es dann auch in der Zukunft mal noch ein Video geben. Im Inneren, und ihr seht es ja selbst, war so gut wie alles zerstört, alles vernichtet. Allerdings glaube ich nicht, dass es sich hierbei nur oder hauptsächlich um Vandalismus handelte, sondern eher um natürlichen Verfall, bedingt durch Witterung, starke Witterung und halt natürlich 30 Jahre Leerstand. Davon ist ja auszugehen, wenn man sich das Ganze hier mal so anschaut. Auch im Inneren haben wir so gut wie nichts gefunden und leider waren nicht alle Räume wirklich betretbar. Hier herrschte akute Einsturzgefahr. Alles Mögliche, was irgendwie herunterfallen könnte, war es schon oder war kurz davor. Es ist also bloß eine Frage der Zeit, bis man das hier auch wegreißt. Warum man das nicht gleich schon, während man das Wohnhaus hier beseitigt hat, nicht auch gleich weggerissen hat, ist mir ein Rätsel. Aber wenn es um städtische Sachen geht, da braucht man, glaube ich, nicht uns groß drüber zu unterhalten. Ich blende euch natürlich wie immer jetzt zum Schluss noch ein paar Bilder ein und möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei euch ganz herzlich bedanken. Ich habe ja letztes Jahr im August angefangen, meine Videos mit einem Audiokommentar zu versehen und es kommt bei euch recht gut an, wie ich finde. Man sieht das ganz gut an den Aufrufszahlen, an den Abonnentenzahlen. Es ist ein stetiges Wachstum und dafür möchte ich mich auf jeden Fall bei euch bedanken. Ich werde euch natürlich auch in der Zukunft weiterhin guten Content bieten, sofern es mir möglich ist. Es hängt ja meistens an den Location. In diesem Sinne wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Macht's gut, bis bald und ciao.